Mein Name ist Klaus Loderer. Ich begleite bei Heidegger-Reisen viele Musikreisen. Und vor allen Dingen auch Opernreisen sind eine meiner Spezialität. In diesem Jahr haben wir wieder ein schönes Programm an Musikreisen für Sie zusammengestellt, das uns zu einigen sehr schönen Festivals quer durch Europa führt. Eine meiner Lieblingsreisen ist inzwischen die Opernreise zum Glyndebourne Festival geworden, dieses berühmte Opernfestival im südlichen England. Bei dieser Reise erlebt man einerseits eine kleine Geschichte der Gartenkultur in Südengland, das heißt, man schaut sich einen Querschnitt durch die schönsten Gärten der Region an, so ganz nebenbei kann man dann auch bei Winston Churchill vorbeigucken, also in dem Landhaus, in dem er mit seiner Familie gewohnt hat. Da liegt ja dann immer noch seine Zigarre im Aschenbecher in der Bibliothek, aber das nur so als kleines Schmankerl. Und wir schauen uns natürlich auch in Glyndebourne eine Opernaufführung an. In diesem Jahr ist die Oper Figaros Hochzeit von Wolfgang Amadeus Mozart auf dem Programm. Da darf man schon sehr gespannt sein. Die Opernaufführungen in Glyndebourne sind ja in der Regel sehr hochrangig in auch sehr schönen Inszenierungen. Und berühmt ist das Glyndebourne Opera Festival natürlich auch durch die Pausen. In den Pausen hat es sich nämlich inzwischen etabliert, dass die Engländer dort ihr Picknick auf dem Rasen zubereiten. Und das Glyndebourne Opera Festival ist ja im Opernhaus in einem alten historischen Landschaftsgarten. Und die englischen Besucher tummeln sich da natürlich auch in diesem Park. Und selbstverständlich gibt es auch für die Gäste von Heidegger-Reisen ein schönes Picknick. In dem Fall allerdings serviert. Wir werden dann auch an einer Tafel auf dem Rasen sitzen und können dann in der Pause unseren Champagner und das Menü genießen. Und Sie können dadurch natürlich auch diese einmalige Stimmung dieses Festivals sehr schön erleben. Eine weitere Reise führt uns in diesem Jahr zum ersten Mal zum Rossini-Festival nach Pesaro. Pesaro an der Adria ist ja der Geburtsort von Rossini und seit vielen Jahren gibt es dort ein renommiertes Festival, das sich dem Opernwerk oder überhaupt dem musikalischen Werk von Giacchino Rossini widmet. In diesem Jahr steht da die Oper Il Turco in Italia, also der Türke in Italien, auf dem Programm und sogar im historischen Theater, das Sie dadurch auch noch erleben können. Tagsüber schauen wir uns bei dieser Reise etwas die Marken an, die ja landschaftlich sehr schön sind, von der Küstenregion mit der blauen Adria bis zum Hochgebirge. Wir schauen uns romanische Kirchen an, verschiedene Städte. Wir gucken natürlich auch mal, was dort für Wein wächst und kosten den dann auch mal. Und wie gesagt, abends gibt es dann natürlich die Oper. Und eine unserer Klassiker bei den Opernreisen ist ja inzwischen das Verdi-Festival in Parma geworden. Bei dieser Reise widmet man sich der Biografie von Giuseppe Verdi. Bei Verdi ist ja das Schöne, dass man im Grunde fast alle Lebensstationen mit den originalen Schauplätzen noch erleben kann. Wir werden sein Geburtshaus bei dieser Reise sehen, die Kirche, in der er getauft wurde. Sie können die Orgel sehen, als erstes Instrument, das er gespielt hat. Sie sehen das Haus seines Schwiegervaters Barezzi, eine schöne Porträtsammlung in diesem Museum. Wir sehen ein Palazzo, in dem er eine Zeit lang gewohnt hat. Und wir sehen natürlich auch sein berühmtes Landgut St. Agatha, in dem er ja über viele Jahre gewohnt hat. Und dort kann man auch noch original eingerichtet das Schlafzimmer von Giuseppe Verdi und auch von seiner zweiten Ehefrau Giuseppina Streponi sehen. Und wir machen dann noch einen Abstecher nach Mailand, wo wir dann natürlich auch noch das Scala-Museum anschauen.